Um das Leben von König Charles ranken sich viele Gerüchte. Einige davon sind pikanter als das andere. Doch nun räumt er endgültig mit zumindest einem davon auf. Dass König Charles mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, hat sicherlich nicht unbedingt zu Bescheidenheit beigetragen. Doch einige der Gerüchte über die absonderlichen Vorlieben des britischen Königs sind wirklich, nun ja, absurd. Nach Klobrillengerüchten, König Charles äußert sich erstmals. König Charles genießt als Mitglied der britischen Königsfamilie absoluten Luxus. Und Gerüchten zufolge will er diesen Komfort auch auf Reisen nicht missen. So haben böse Zünglein behauptet, der Sohn von Queen Elisabeth würde auf jede Reise eine eigene Klobrille mitbringen. Der australischen Radiosender Hit 105 konfrontierte den Adligen mit diesen Gerüchten, als er 2018 zu einem Besuch anreiste. Doch König Charles fiel aus allen Wolken und sagte im Interview: Mein eigener was? Oh, glauben Sie nicht an diesen ganzen Mist. Auch Ehefrau Camilla pflichtete ihrem Gatten bei: Glauben Sie das nicht? Für den Palast war diese Konfrontation mit dem Gerücht Grund genug, sich einen kleinen Scherz zu erlauben. Der damalige PR-Chef des Palastes schrieb auf Twitter: Die Tour des Prinzen und der Herzogin durch Australien und Vanuatu beginnt. 30 Auftritte, 7 Tage, 1 Commonwealth Games, 0 persönliche Klositze. Humor haben sie immerhin.